Willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Trophy-Tipp hier bei Wolfenstein 2. Diesmal wie eine Maschine. Ich stehe jetzt mit Absicht hier an dieser Leiter in New Orleans. Das heißt, das Ding ist verpassbar. Das heißt, wenn ihr das schon weiter dementsprechend seid und ihr kein Safe-Game mehr habt hier in der Nähe, wo ihr ja hier diese Heavys zerstören müsst, sind so ein paar Typen durch dieses Gebäude. Ihr kommt ja schlussendlich her. Dann müsst ihr leider das ganze Game noch einmal komplett bis dahin durchspielen. Und ja, weil anders geht das Ganze nicht. Ihr habt keine Kapitelauswahl, wo ihr das Ding auswählen könnt. Das heißt, wieder von vorne ab dafür. Andernfalls, wenn ihr hier seid, macht sicherheitshalber mal einen Speicherstand, in dem Fall bei einem leeren Speicherplatz. Und dann müsst ihr im Vorfeld, bevor die Leiter hochgeht, in die Optionen rein, in das Gameplay rein und hier den Schwierigkeitsgrad auf mindestens lass ihn nur kommen stellen. Höher geht natürlich auch, ist aber Schwachsinn, deswegen machen wir hier einfach nur auf lass ihn nur kommen. Das ganze Ding dann mit Kreis bestätigen, dass das Ding fertig ist. Und dann geht es schlussendlich hier die Leiter hoch, um das Ganze zu machen. Einmal sich kurz vorstellen lassen, damit ihr zum Panzer kommt. Da ist natürlich hier die Trophäenbeschreibung leicht falsch. Oder ja gut, indirekt richtig, weil es steht daran, dass ihr keine Gegner besiegen dürft. Das bezieht sich nur auf den Panzerhund an sich selber. Wenn ihr selber die Gegner tötet, funktioniert das. Allerdings darf halt der Hund keinen Gegner töten. So, da gibt es dann auch schlussendlich dann zwei Wege. Ich nehme jetzt hier mal direkt die Abkürzung von dem Level, da man ein bisschen was überspringt. Aber das sehen wir dann gleich hier in dem Video dann noch selber, wie das Ganze funktioniert. Gleich kann man das ganze Teil ja überspringen. Genau, jetzt geht's los. So, mit dem Panzerhund ist ganz einfach. Drückt ja nicht R2, dass ihr das Ding feuert. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht zu nah an die Gegner ranläuft, weil sonst dieser Panzerhund auf die tolle Idee kommt, ich zermatsch mal den Gegner. Das wäre dann genauso schlecht. Ja, das heißt, einfach nur hier entlang laufen, weitestgehend, soweit es geht, und der Panzerhund soweit überlebt. Ist natürlich immer eine Frage. Hier ist die kritische Stelle, weil der Gegner hier muss weglaufen, damit ihr den nicht aus Versehen zertrampelt mit dem Panzerhund. Aber wenn das ganze Ding ja so gut läuft, kann man hier einfach weiter auch durchlatschen, ein bisschen Rüstung noch nebenbei mitnehmen, buff den Panzerhund nochmal ein bisschen hoch. Und dann haben wir hier erstmal nochmal die Story-related Trophy, die aber in dem Fall Wurst ist, weil die sind wir ja nicht aus. Wir wollen ja, ach ja, übrigens, wenn ihr den Bereich betretet, die spawnen hier alle Gegner hier hinten. Die sind da nicht mehr aktiv, sondern ja, die spawnen halt. So, dann hier an dieser Stelle probieren wir es auch nochmal hier komplett durchzulaufen. Weit werden wir jetzt nicht mehr kommen, weil jetzt gleich hier dieser Heavy unseren Panzerhund zerstören wird. Aber egal, wir probieren es dann nochmal, weitestgehend durchzukommen. Genau hier an dieser Stelle mit den Paletten, da steigt man in dem Fall einfach mal ab. Okay, jetzt ist der Panzerhund eh Geschichte, das passt. Gehen wir hier die Paletten hoch, nochmal hoch und hier auf diesen Balkon hier, ganz hier hinten entlang. Hier einmal hoch, jumpen und runterfallen lassen, ihr verliert 25 Life, macht aber nichts, weil hier unten ist nochmal Life Packs, A20 Stück, Gesundheit. Und dann könnt ihr natürlich auch den normalen Gang entlang rennen, bevorzugt, ne? Und nicht stehen bleiben. Hier ist dann nochmal hier Rüstung für 100, damit wir hier da auch weiterkommen. Und hier nochmal ein paar Granaten, brauchen wir jetzt aber nicht mehr, weil ihr schleicht euch hier durch. Und dann ab dafür, ab geht die Luzi hier durchrennen. Ich habe hier ja Shotgun und Rifle, wie man das hier sieht. Komplett unaufgelevelt, hat einfach den Nachteil, oder was heißt den Nachteil, den Hintergrund hier, dass ich noch für euch dann hier die Collectibles aufsammle. In einem extra Video, deswegen habe ich hier keine Upgrades, aber egal. Ihr müsst einfach nur hier durchrennen und hier schlussendlich in das Loch reinfallen. Und das war's dann. Jetzt müsst ihr dann im besten Falle die Trophy wie eine Maschine kommen und da ist sie in dem Fall auch. Ne? Also eigentlich easy peasy, ihr seht es schon selber. Aber halt, wenn ihr es bis dahin nicht gemacht haben solltet, müsstet ihr leider bis dahin noch einmal neu spielen. Jo, das war's. Ne? Macht es am besten 1:1 so nach. Ihr seht es selber, ist eigentlich kein Problem. Zur Sicherheit einfach nochmal zwischenspeichern oder sowas. Und ja, andernfalls halt den Speicherstand hier nochmal laden, wo wir gerade eben das gesaved hatten. Und zwar hier, in meinem Fall, na, das dann nochmal laden. Und nochmal probieren. Ja, wünsche ich was. Na, haut rein, viel Spaß damit. Servus und ciao.